Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, Mulle ist leider raus aus dem Let's Play. Habt ihr ja jetzt mitbekommen. Und ich würde sagen, ich befinde mich hier in einer kleinen Hütte. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, was das bei der Hütte ist. Und zwar ist das hier eine Hütte, die Mulle damals gebaut hatte. Für Botania einfach mal. Und ich würde sagen, hier wird der Wizard gespawnt. Macht euch bereit, Leute, denn es geht los. Du willst mich verarschen? Na? Es geht los. Was ist los? Ich habe mir das einmal gerade gegönnt. Alter. In der Bauernhöhle. Ach du Scheiße. Besiegt. Wir haben den Nessos da. Okay. In der Baumkrone wurde der Wizard besiegt. Und jetzt heißt es. Erstmal vielen Dank, Mulle, dass du diesen Schauplatz geschaffen hast. Junge. Jetzt heißt es Abi, die letzten Vorbereitungen. Ich wäre fast im falschen Baum geflogen. Also. Das Ritual auf Gaia müssen wir jetzt vorbereiten. Aber ich würde sagen, dafür verzaubern wir uns nochmal unsere Ausrüstung. Jetzt will ich mal gerade schauen. Man kann ja... hier in Enchanted Books konnte man ja... machen... Man kann im Enchanter ja... warte. Broken Quill, okay. Auf jeden Fall kann man im Enchanter Sachen verzaubern. Und das wollte ich mir jetzt mal gerade anschauen, ob sich das lohnt. Ah, wo haben wir Broken Quill? Da, Broken Quill. Okay, Protection mit Dark Steel. Komm, wir machen das Vanilla verzaubern. In der Zwischenzeit würde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Tränke brauen. Einfach zur Vorsicht. Nessos da. Das Lexica Botania. Da brauchen wir die Mana-Pylonen noch. Mana, die haben Mana-Stil. Davon brauchen wir 4 Stück. Wie viele kriegt? Also 4 Dias, 8 Eisen, 8 Gold. 1, 2, 3, 4. Komm, dann auch schon mal hier direkt den Ready. Haben wir hier ein Buch drin? Nein. Aber Bücher hatten wir noch, das weiß ich. Na? Hätten wir noch voll viele Bücher einmal gehabt. Oder täusche ich mich da? Dann machen wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Bücherregale. Damit wir einmal ordentlich verzaubern können. Oh, dafür brauchen wir noch einen Alchemie-Katalyst. Wie konnte man dann... Ah ja, man kann auch mit dem Black Pattern. Okay, das ist kein Problem. Bücherregale machen wir uns auf jeden Fall jetzt noch. Das,
Divination Siegel, Division Siegel. Tue ich mir weg. Okay, das war noch mit einem String. Vier Strings. Hey, komm, jetzt fühle ich mich aber verarscht. Das wird ja alles einmal durchforstet. Wir können doch nicht nur vier Strings haben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Honig? Ja. Kriegen wir schnell Strings her? Wolle, da fällt mir was ein. Wir hatten ja noch ein paar Schafe da drüben. Ich wusste, dass es sich das irgendwann mal lohnt, dass ich die da lasse. Sagt er und versucht eine Ausrede für seine Faulheit? Oder ist ein Streets-Rucksack? Nein. Du. Also, ich finde es gerade auch teilweise noch ein bisschen am Nachdenken. Komm, mach ich mal den Verzauberungstisch fertig, ja, Enchanter. Den stelle ich dann mal hier auf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Welches Level? Kann technisch die Rüstung verzaubern? Ja, okay, das geht. Hier zwei Eisen. Dann hier zu den Schafen. Da sind sie. Keine Sorge, ihr kommt irgendwann noch frei. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir jetzt mal aus der Wolle nochmal schnell ein paar Strings. Wow. So, 3. Ja, das geht perfekt. Gut, das hätten wir. Dann mach mal schnell ein paar Blank Patterns, das reicht. So viele brauchen wir eigentlich echt gar nicht. Aber wir brauchen noch was Papier und das hätten wir hier. So. 21 Bücher können wir machen. Und die werden wir auch noch machen. Noch 7 Bücherregale sind es geworden. Stufe 18. 26, das reicht. Okay. Stufe 27. Protection 4, sehr schön. Neue Level holen. Komm, wir hauen richtig auf den Putz. Kann man denn die mittlerweile auch den Kleber verzaubern? Schade. Wow, Unstable 2, Fire Protection Feeling. Wow. Fire Protection. Hat die nur.
Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Die restlichen Level können da wieder rein. Wir werden sie eh nicht mehr wirklich brauchen. Das waren jetzt 8 davon und 8 davon. Gut, dann einmal nach oben zur Botania-Ebene. Dann einmal so. Dann machen wir schon mal die Mana-Pylonen. Davon brauchen wir 4 Stück. Und das müssen wir jetzt so dem machen. Dafür brauchen wir Pixie Dust, also brauchen wir noch ein paar Mana-Perlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir müssen das Portal noch einmal aktivieren, das Portal nach Alfheim. Dafür habe ich jetzt mir hier auch so noch einmal den Ring von Mulle bekommen. Wir hatten uns beide nochmal so ein Greater Band gemacht. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ah, komm. Wir gehen sicher. Zwischenzeit lade ich nochmal, oder gesagt, fülle ich den hier noch was nach und mache dann schon mal die Enderperlen zu Mana-Perlen. So. Die Pylonen wieder. Das Portal nach Alpha ist aktiviert. Nehmen mal die Mana-Perlen, nämlich bekomme Pixie Dust. Acht, danke. So, Pixie Dust, Mana-Pylon, Elementium. Wir haben Gaia-Pylon. So, wir brauchen jetzt noch 4 Mana-Steel-Blöcke, 4 Elementium-Blöcke. Oder ist das jetzt... Na komm, wir haben jetzt keinen Geiz mehr. Gute Vorbereitung ist gefragt, okay. 4 haben wir noch. Dann noch die Eisenblöcke. Kommen auch mal 5. Ich denke mal, das wird auch so sein. Boah, mir geht es gerade so langsam die Pumpe. Okay. Das haben wir. Jetzt nur noch den Beacon. Nether-Star, Obsidian und Glas, Biegen. Gut. Ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz einen Cut hier und ich gehe mal schnell aufs Klo. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen werden, ist, wir werden noch ein paar Tränke brauchen. Das ist auf jeden Fall noch Pflicht. Und zwar will ich noch ein paar Lebenstränke haben. Ich glaube,
ohne wird das kein. Und was ich dann auch nochmal mache, ich habe mir nochmal zwei. Was? Server oder mein Internet? Nee, Server. Okay. Okay, dann hat sich das erledigt. Eins, so. Ich mache hier aber noch gerade was hell. Muss hier nicht unbedingt noch was spawnen. Gut. Ich mache jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, noch die Lebenspotions. Oh, den Goldapfel nehme ich auf jeden Fall noch mit. Jetzt wird kein Risiko mehr eingegangen. Alles falsch. So. Glowstone haben wir keinen? Doch, hier ist er noch. Gunpowder brauche ich noch was. Komm, das weiß ich jetzt auch mal dazu. Ich schaue einmal hier die Netherwarze ab. Das Ritual auf Gaia werden wir woanders ausführen als bei uns. Denn der Beacon muss aktiv sein. Heißt also im Klartext, wir brauchen einen aktivierten Beacon, der auch Sonnenlicht hat. Und das geht ja so gut bei uns. Auf jeden Fall werde ich jetzt heute noch die Vorbereitung machen und dann gibt es morgen für euch den Final Fight gegen den Guardian of Gaia. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde auf die Fresse bekommen. Da habe ich mal gerade den Street geantwortet. An der Stelle, hallo Street. Molde kann nicht mehr am LP teilnehmen. Aufgrund Hardware Performance Geschichte. So. Doof. Komm, eine kurze Runde machen wir noch. Aber wir gehen vorsichtig ran. Im Ganzen dann ist erstmal richtig schön mit Tränken. Ich werde jetzt gerade echt so ein bisschen nervös. Ich persönlich habe den nur einmal gemacht, aber das war auch eher eine Glückssache, sag ich mal. Wo der gemacht wurde, sag ich jetzt nicht. Aber ich kann nur so viel sagen, das war auch eher eine Sache, wo ich teilweise auch schon so immer war. Also da war ich so übel ausgerüstet, dass das zu verlieren, das wäre traurig gewesen.
So. Ich habe gerade mal versucht, nämlich nochmal Street wenigstens für das Ende reinzuholen. Hat aber leider nicht geklappt. Der ist auf der Nachtschicht, also kann man nichts machen. Ich glaube, er wäre gerne dabei gewesen. Okay. Die Tränke sind da. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich nehme noch einen Stack Holz mit zum Hochbauen. Und wir brauchen noch ein letztes Element. Einen Terrastilbarren. Damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um das Ritual of Gaia zu starten. Und ich würde sagen, das findet dann morgen statt. Und das wird auch dann wahrscheinlich die allerletzte Folge von diesem Let's Play. Bis dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das letzte Mal morgen bei diesem Display. Bis dahin, tschüss.